Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports, ich begrüße euch hier zurück zu World of Tanks und ich bin mal wieder mit dem Olli unterwegs. Hallo Olli. Hallo. Der Olli fährt in seiner geliebten Su 12244 durch die Gegend, er braucht bestimmt wieder Geld. Und ja, ich sitze im Tiger P, weil ich den einfach sehr schnell durchleveln möchte und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Gefecht und sehen uns gleich wieder. Los geht's auf Malinowka in einem Begegnungsgefecht. Huh, das wird lustig. Wir sind zum Glück Top-Tier. Und ich muss mich jetzt, wenn ich beim Hügel erklimmen, muss ich aufpassen, dass ich nicht aufgehe. Also auf jeden Fall sehr weit links fahren. Ja, aber pass wieder auf, dass dir kein ELC ins Gesicht springt. Ja, was der VK da macht, ist relativ mutig, weil man kann nämlich von der Gegnerseite relativ einfach auf den Weg hier hochspotten. Und natürlich von unserer Seite genauso ähnlich. Und dann sollte man, wenn man auf den Hügel fährt, im Begegnungsgefecht wirklich sehr weit links fahren. Sonst fängt man schon ein paar Schüsse, bevor man überhaupt auf dem Berg oben ist. Ja, T-37. Oh, scheiß Lacker. Hey. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Kugel schlägt 2 cm vorne ein. Jetzt schnapp ich mir Schnauze voll. Wirkungstreffer. Der Jagdpanzer ist gekettet, sehr schön. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Schwuppdiwupp, und da kommt gleich der nächste. Doch, das hat mich zwar jetzt ein paar Hitpoints gekostet, aber das war es mir wert. Ja, du musst aber jetzt aufpassen, dass du nicht noch irgendwie... Oh, ich habe jetzt ja auch ein kleines Problem. Ja, ich habe hier so ein 16 HP Problem. Wo ist denn unser Team schon wieder hin? Sind die gerade alle gestorben oder wie? Nein, die campen bei der Base. KV1S. Hast du mir noch schön deinen Puppets gezeigt. So. Richtschütze ausgefallen. Wir feuern blind. Kette wurde getroffen. Kleiner Tipp, die campen bei der ausgeschaltet. Wie bitte? Die campen auf der Nullerlinie. Ja, ich werde jetzt auch nicht weiter vorfahren. Ich habe ja keinen Spotter. Ich werde jetzt KV 85, Tiger 1, EPC campen. Ich habe ja einen KV-1S vor mir, aber ich bin gerade abgeprallt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, ein Boden. Richt dem KV-13 mal schöne Grüße von mir aus. Der ging voll durch ihre Panzerung. Lalala. Oh, da kommt noch mehr Hitpoints. Sehr schön. Also wenn die alle einzeln den Berg hochkommen, ist das hier kein Problem für mich. Ich stehe wunderbar hinter einer Leiche, das macht eigentlich gerade so ein bisschen Spaß. Wirkungstreffer. Trotzdem werden wir das wohl leider verlieren, das Gefecht. Was macht denn der Tiger 1 da? Weiß ich nicht, der wird höchstwahrscheinlich warten, bis er aufgeht und von drüben beschossen zu werden. Irgendwie sowas in die Richtung. Der KV-13 ist auch sehr mutig. Versteckt sich in einem Haus. Also so viel Mut muss man erstmal haben. Kann ja passieren, dass dieses Haus einstürzt. Boah, Tiger 1, das ist ein blauer Spieler, der von dem Panzer 38 NA Angst hat. Naja, das Problem ist nicht der Panzer 38, sondern das, was dahinter steht. Ja, und er hat ja da Deckung.
Jetzt macht er sich die Deckung selber kaputt. Also hier ist den Black Prince kannst du schon mal als AFK melden. Hier sind einige AFKler. Die reagieren überhaupt nicht auf mich. Der KV-1S ist nicht AFK. Nee, na der KV-1S oder was ist das? Ich kann es nicht lesen. 85, ja. Die anderen sind alle AFK hier. Report! So, VK 36, AFK-Bot. Black Prince. Hat natürlich den Vorteil, dass ich jetzt hier Hitpoints abgreifen kann ohne Ende. Ah, da müsste noch irgendwo ein Tiger 1 stehen. Der steht unten auf J irgendwas. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ah, der Arsch sich bewegt. Doch, wieder typisch. Das Problem ist, ich kann auch nicht einfach hier vorfahren, weil die können ja immer noch wieder ins Spiel zurückkommen. Ich muss die jetzt hier wegmachen. Trotzdem wieder typisch. Ich hab ne geile Runde, du hast ne Scheißrunde. Du hast ne geile Runde, ich hab ne Scheißrunde. Irgendwie passiert das sehr oft. Ja, das ist... Okay, so. KV-13, bleibt da ruhig stehen. Ist ja nicht so, dass der Tiger P dich gleich rausnimmt. Kritischer Treffer! Jetzt fahre ich mal vor hier, um den blöden KV-85 dort noch zu kriegen. Komm, Ziel ein, Ziel ein, Ziel ein. Ah, Stein. Schade. Ah, guck mal, wer da ist. Der ist abgeprallt. Schade, der ist abgeprallt. Na gut. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen problematisch. Ich halte hinter der Leiche. Ja, mache ich jetzt auch. Ich muss noch einmal. Einmal will ich noch schießen, ja. Jetzt trauen die sich nicht mehr. Kommt! Halt erst hinter der Leiche und dann. Ja, die wissen schon, wie es läuft. Ja, jetzt haben wir verloren. Warum? Naja, wir sind bloß noch zu zweit. Ist der Tiger 1 noch voll? Nee. Nee, der hat noch 300. Okay, der KV-13, der ist jetzt woanders. Da kann ich jetzt hier runterfahren und mir den. Ja, ich hab's gesehen. Vielleicht willst du ja den Tiger 1 im Arsch retten und einen Schuss auf den KV-13 abgeben. Dann ist es dazu. Oh, der ist stehen geblieben. Scheiße. Komm, lad nach. Lad nach. Hat er getroffen? Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, sehr gut. Nice. Guter Schuss. Ja, der war Glück. Weil der war nämlich auch so eigentlich geschossen, dass der eventuell noch rückwärts fährt. Weil ich hab ja jetzt hier, dass es wieder eins noch ein, zwei Mal gibt. So, jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich jetzt vorfahre, bin ich für den Cap offen. Ohne Proxy-Spot, vielleicht hilft dir der Tiger 1. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Na klar. Der Tiger 1 zählt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir müssen langsam mal deep cappen. Hast du eine Ahnung, wie viel HP die noch so haben? Die Gegner? Der Tiger P hat noch 630 und der Tiger 1 müsste noch voll sein. Oh shit, ein voller Tiger ist natürlich assi. Da ist er. Du hast doch auch den Damage Indicator. Drück halt einfach mal Alt, dann steht da, wie viele Trefferpunkte die Gegner haben. Alt? Ja. Der ging voll durch ihre Panzerung. Erwischt. Nice.
Alt muss ich drücken, okay. Sagt er. Ja, da sehe ich aber bloß, die tot sind. Wir bleiben die Trefferpunkte, wenn du Alt drückst. Ich hab den, hab das oben nicht, du meinst, von der Mod. Wie viel Damage man gemacht hat? Ach, wie viel? Da steht bei mir, wenn ich da Alt drücke, bleibt verbleibende Trefferpunkte nix. Ja, ja, weil der Tiger 1 anscheinend aufgenommen wurde. Feuererlaubnis erteilt! Oh oh. Der war jetzt leichtsinnig geschossen von mir. Wirkungstreffer! Hab ihn dir. Also, wenn ich jetzt nicht total mich blöd anstelle, dann. Richtschütze hat ins Kass gebissen. Boah, ist das dein Ernst? Genauigkeit eingeschränkt. Jetzt steht der Tiger 1 da, wenn du Alt drückst. Einen Schuss kann ich mir noch erlauben. Erwischt. Yeah! Ich krieg die Tür nicht zu! 6200 okay. Schaden! Das war doch ein Meister. Das war nicht nur ein Meister, das war... Meine Güte. Das war aber auch so eiskalt runtergespielt einfach, weißt du? Dadurch, dass die zwei AFKler da auch standen, ist natürlich okay, richtig. Das müssten Radley Walters, oder? Ja, Radley Walters, Krieger, Stahlwand, Verteidiger, Großkaliber, Panzermeisterschütze. Ja, Ace-Tanker auf jeden Fall, Wirkungsfeuer auch, Panzerbrecher, Duelland und Schläger. Na gut, das zum Schluss auf den Tiger 1 war auch schon ein bisschen dämlich. Also ich hätte den ersten Schuss auf ihn hätte ich ruhig zielen können. Aber ansonsten ja... 2003 Basis XP. Ich würde mal sagen, du hast das Gefecht gefunden. Ich muss jetzt glatt mal gucken in den Wehrpass. Das mache ich jetzt noch. Quatsch, nee, halt. Das mache ich mal. Fenster zu, so und jetzt auf die Stadt. Halt doch klar, Wehrpass. Ich wollte gucken, was. Das war mal wieder mein bestes Gefecht überhaupt. Ich hatte ja letztens erst eins mit dem Tiger 1 und hab das jetzt nochmal getoppt mit dem. Alter Falter, mit dem Tiger P. Willst du meine WN8 mal wissen für das Gefecht? Nein, ich will's gar nicht erst hören. Das ist ja unverschämt! Lass mich schätzen, 20.000? Mehr, 28.000. What the? Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns mal von mit diesem wunderschönen Gefecht. Wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich doch, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Bitte, bitte, bitte. Kommentiert auch so viel, wie ihr wollt. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es ruhig rein. Aber ich glaube, so ein Gefecht, das kann jedem schon gefallen, würde ich mal sagen. Danke, Olli, fürs Mitfahren, auch wenn es jetzt mal wieder leider genauso war, wie du es prophezeit hast, dass ich ein gutes Match hatte und du eher nicht so. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Wir alle wissen, sind YouTuber ja abonniert, also abonniert ihn woher auch. Ja, bitte. Ja, und dann bis zum nächsten Gefecht hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao.